bringt ja so viel gar nicht, wie er sich das eigentlich vorstellt. Der macht doch nur Welle, denke ich mir. Weil, Klappern gehört ganz einfach zum Handwerk. Was er macht, ist Muskelspieler. Seehofer kennt man, ist schon immer so. Viel reden, nichts tun. Ich denke mal, da macht er vielleicht den Fehler, dass er tourismusmäßig da dann auch ein bisschen was zurückschraubt, weil viele dann denken, wenn sie in Deutschland Maut bezahlen müssen, dass sie dann vielleicht nicht unbedingt kommen, weil die Tourismusbranche dann eben hier nicht mehr so boomt, wie das eben mal war. Von daher sehe ich das Ganze mit gemischten Gefühlen. Ich glaube, dass es überhaupt nicht durchsetzbar ist, weil ganz einfach europäisches Recht dagegen spricht. Ich bin nicht unbedingt der Vielfahrer. Von daher würde mir das nicht unbedingt was ausmachen. Ich fände das sinnvoll. Aber wenn ich andere eben sehe, die dann zahlen müssten, also ich hätte nichts dagegen, muss ich sagen. Aber für andere wäre es wahrscheinlich schwierig. Grundsätzlich, wenn jemand bezahlt, dann müssen wir so regeln, dass wir alle bezahlen, dann müssen wir steuerlich entlastet werden. Das ist kein Thema. Nur so, wie er sich vorstellt, geht es ganz einfach nicht. Es geht nicht. Der redet hinterher, muss man darüber nachdenken und Sie werden sehen, es gibt nichts. Generell für alle und steuerlich geregelt sein, dann wäre das sinnvoll. Aber ich glaube nicht, dass es gesetzlich gar nicht möglich ist. Ich fahre am Montag in Richtung Süden. Ich fahre durch Frankreich, die Schweiz, Italien. Überall zahle ich Maut. Es wäre gerecht, entweder alle zahlen oder alle schaffen die Maut ab. Das wäre eine vernünftige Aussage. Gut, dass die ausländischen PKWs hier in Deutschland auch Maut zahlen müssen, finde ich gut. Aber ich finde nicht gut, dass die Deutschen, wenn die sicherlich später auch Maut zahlen müssen, finde ich nicht so gut, weil dann halt, die zahlen schon genug durch die Kraftfahrzeugsteuer und die Benzinpreise sind ja auch nicht gerade günstig. Und das kommt garantiert, dass die mit den Ausländern, das ist nur die, sage ich mal, der Eintritt für die Maut, um dann später, dass die Deutschen auch zur Kasse gebeten werden. Das ist ganz sicher. Die Maut wäre ja ziemlich hoch, wenn die Kfz-Steuer dafür wegfallen würde. Dann würden sich die Ausländer bedanken. Das wäre zum Beispiel für mich, wäre es dann 250 Euro Maut. Das wäre auch für einen Ausländer ein bisschen viel. Das kann man jetzt so nicht sagen. Sollte halt schon fair sein. Aber wir zahlen ja auch im Ausland Maut, gerade in Frankreich und nicht gerade wenig. Und dann sollte man das hier auch für die Ausländer einführen. Weil die kommen dann, die tanken billig, zum Beispiel Luxemburg, kommen hier rübergefahren oder aus Polen, fahren durch ganz Deutschland durch mit ihrem billigen Sprit, aber zahlen keine PKW-Maut. Deswegen finde ich mit PKW-Maut nicht schlecht, aber nur für Ausländer.